Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blattgrün. Wir sind immer noch im Safeco-Gebäude und fahren jetzt den hier aus. Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder, ja, ich weiß. Da müssen wir unterbrochen werden. Der einfach nur das gleiche Laber wie der eine Typ vorhin. Der auch einer der berüchtigten vier Rocket-Brüder sind. Was nichts viel zu bedeuten hat, da. Dass einfach vier Rockerbrüder sind, die einfach Gebrüder sind. Das ist sogar eine ganze Familie. Aber was ist das? Mal schauen, ob wir jetzt in dem Part die Self-Coils auch endgültig befreien können. Wir werden uns dann langsam mal der 6. Arena und beziehungsweise nach dem Kampf dort schon widmen können. So langsam, aber sicher. Das Kampf dort schon können wir zwar vor der. Bevor man die Übernahme von Team Rocket stoppt, schon machen, aber ich mache das dann beides zugleich, weil das für mich am einfachsten ist. Tut mir leid, Brüder! Nur muss ich halt dann aufpassen bei dem Kampf dort, dass sie bevor zu Kampf-Pokémon einsetzen. Wer hätte das gedacht? So, und hier haben wir noch Zink. Aber es wäre trotzdem mit einem Training für unser Lapras. Und hier haben wir noch die Temnolach Pratzer. Und einen weiteren Rocket-Typ. Ein Kind im Gebäude? Das musst du sein! Nee. Es gibt noch andere Kinder im Gebäude. Wie zum Beispiel. Nee. Im Real Life ist er keins mehr. Weil eigentlich bin ich auch kein Kind mehr. Ich bin eigentlich noch ein Erwachsener. Also ist die Aussage von diesem Team Rocket Rüppel falsch. Oder er meint das Kind eben immer im Spiel. Wenn er jetzt Ash Ketchum meint, dann ja. Und ich habe richtig geraten. Nee, ich wusste es. Jetzt haben wir Eisstrahl und auf das haben wir noch gewartet. Dazu muss jetzt halt leider Bodyslam uns verlassen, obwohl Bodyslam noch einen guten Dienst gemacht hat. Tut mir leid. Und sollten wir uns die Entscheidung immer noch. Oder sollten wir uns immer noch anders entscheiden, gibt es ja immer noch eine Möglichkeit, wie man uns mit. Die Attacke wieder zurückerlernen können. Es gibt ja irgendwo in der Welt einen NPC, der die vergessenen Attacken wieder beibringen kann. Im Austausch für einen Pilz. Für zwei Mini-Pilze oder einen Riesenpilz. In den späteren Generationen. Sage ich schon fast schon Generationen. Brauchen sie dann nur die Herzschuppe. Na toll, ich hab verloren! Ich glaube, ab Gen 4, dann wollten sie eher die Herzschuppe. Die kann man ja auch sehr gut von Libiskus farmen. Oder nein, warte mal, das hat man in der 3. Gen schon. Hier ist es eben die Remake, und da gibt es einfach Libiskus nicht auf Massenhaltung, auf Basis. Jedenfalls ist der 6. Stock jetzt sicher, also ab in den 7. Endstation bis hierher und nicht weiter. Also du mir zu befehlen, dass wie weit ich gehen darf. Und dann kommt er noch mit so einem Lappen daher. Dann Waschlappen. Wow. Kann jetzt nicht sagen, ob das ein Banisher war oder nicht. Letztes Mal, da hat es ja nicht gereicht. Ganz. Es könnte beides sein, es könnte keines sein. Und dass du jetzt mit Bedrohung kommst, das juckt mich sowas von wenig. Ich habe keine physischen Angriffe mehr. Bitch. Und dass du das jetzt überlebst, wieder mal typisch. Gut, dann werden wir halt mit dem Donnerblitz ich dich halt rösten. Ich hatte noch die Schlange zum Abendessen. Eine kleine Anspielung auf Solid Snake. Aber es würde mich mal interessieren, wie schmecken Schlangen eigentlich?
Müssen wir vielleicht mal ausprobieren. Aber dann hätte die Peta wieder was dagegen. Ja, die haben ja ziemlich alles dagegen, was mit Tieren zu tun hat. Nur können sie nicht alle Tiere auf der Welt retten. Es gibt immer irgendwo wieder ein schwarzes Schaf darunter. Die eben halt die Tiere essen. Und irgendwann musst du auch noch Kuhfleisch zu dir nehmen. Weil wenn eine Kuh fett genug ist, wird sie ja geschlachtet. Also da kann die Pet auch nichts dagegen. Ich glaube, die sind eher dafür für die geschützten Tiere, dass die mal geschützt bleiben. Wobei mir jetzt gerade im Biegen und Brechen keins in den Sinn kommt. Mist, der Mut hat mich verlassen. Vielleicht ein paar Schildkrötenarten. Aber so spontan fällt mir jetzt ja wirklich kein Tier ein. Hier ist noch ein Nugget. Der Boss von Team Rocket ist wirklich grausam. Für ihn sind Pokémon schlicht Mittel zum Zweck. Und er ist Italiener. Was wird geschehen, wenn dieser Tyrann unsere Firma übernimmt? Müssen wir dann alle Italienisch sprechen? Gute Frage. Aber so weit lassen wir es gar nicht mal kommen. Ich bin einer der bla 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 bla. Also geht mir den Text auf die Nerven. Bin ich froh, wenn das Silfco dann wieder hat, der Silfco-Leute gehört. Und dass ich dann Team Rocket verduften darf. Wow, super! Ein Volltreffer, der mal was bringt. Ja, der war es dringend nötig. Das hätte sonst überlebt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Beziehungsweise von Projekten muss ich mir noch überlegen, was ich da noch alles für Projekte bringen kann. Je nachdem, also was schon mal klar wird sein, ist der Legend of Zelda Twilight Princess HD. Das wird wahrscheinlich nach Donkey Kong 64 kommen, da ich davon ausgehe, dass dieses Projekt schneller fertig sein wird als Pokémon Blattgrün. Was ich dann als Nachfolgeprojekt zu Color Splash nehme, bin ich mir noch unsicher. Alter, jetzt hör auf mit dem Zurückschrecken. Komm schon, triff, 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 triff. Gut, du weißt es nicht anders. Hier eine Top-Genesung. Halt sogar die Verwirrung mit. Und ich glaube, ich sollte dafür einfach generell Einstrahl einsetzen. Mann, jetzt hör auf! Du cheatst doch wieder! Weil es haben so eine geringe Trefferquote und du triffst dann trotzdem. Alter, jetzt triff doch mal! Ist das wirklich so schwer? Dankeschön! Wurde auch langsam Zeit. So. Und genau aus dem Grund hasse ich auch Golbats. Genauso sehr wie Pummeluff und Knuddeluff. Seitdem ich weiß, wie ich die besiegen kann, eigentlich ein bisschen wenig. Ups, Brüder, ich habe versagt. Und der hat mir jetzt wirklich eine Top-Genesung gekostet. Ich habe jetzt nur noch eine. Moment. Ich muss mal kurz muten. So, ich muss dann kurz niesen und das will ich nicht in der Aufnahme haben. Was ich noch sagen wollte, ich hab's vergessen. Du bereitest uns nichts als Ärger! Und du? Du bereitest wohl nichts dazu, oder? Ach ja, wegen Top Gear, also die kann man uns dann später noch kaufen und die werden uns dann auch später nützlich sein.
Da darf ich dann auch nicht zu viel Kohle in die Hyperbälle investieren. Sagen wir mal für so 30, 40, 50 sollten reichen für jedes Legi. Und je nachdem, ob ich Lack habe, braucht man wenig oder mehr. Und wenn ich zu viel Pech habe, dann klappt das nicht. Da habe ich dann auch schon so in Planung, dass ich dann einfach immer ein Legi pro Part mache. Muss ich halt dann schauen, wenn ich zum Beispiel mittendrin auf der Zinnoberinsel bin. Auf der Seeschamminsel meine ich. Wobei ich da auch schon mit einer Lösung hätte, dass ich einfach die Insel mal durchmache und dann, wenn ich den Part beende, dann aufkäme zum Legi laufen und dann das Legi den Part 7 danach dann auch anfangen zu fangen. Und die könnten dann halt auch Überlänge haben. Huch, verloren? Aber ich bezweifle, dass es schnell der Fall sein wird. Obwohl es könnte in den ersten 2-3 Parts schon der Fall sein. Ob die Sivka schon erledigt ist? Nö. Im Moment ja, aber wenn ich ihr aufräume dann? Nö. Ihr seid nicht erledigt. Erinnert mich auch an ein Zitat von Otto Walkes, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, von welchem Film das ist. Weiß ich echt nicht mehr. Und ich glaube, im 8. Stock ist die Heilungstante. Ich glaube, mich wieder erinnern zu können. Ich finde die Schwachstellen deiner Pokémon und besiege sie. Und ich finde deine Schwachstelle und besiege sie. Zum Beispiel das Volta-Ball. Wie viel Gefahr kann es bringen? Fick dich! Sorry. Muss das sein. Weil ich wieder mal mit der goddammit Paralyse kommen muss. So. So, dann muss ich auswechseln. Weil ich keine andere Wahl habe. Das Magnet würde mich in Stücke reißen. Ja, hör jetzt auf mit deinem verdammten Superschall. Ehrlich, es geht mir jetzt. Für dich habe ich jetzt extra Durchbruch. Wenn ich jetzt nicht das Schaufel gehe, weil ich weiß, dass er mindestens in der zweiten Runde der Schaufel es auf jeden Fall nämlich wieder heißt. Es hat sich von Verwirrung selbst verletzt. Bla 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 bla. Und jetzt treff, Weehawk. Lass dich nicht von einem Magnetmann verwirren. Dankeschön. Sonst, Mogon. Ein Treffer und ich bin durch. Etwas ein Vorteil, das kann mich einfach nicht vergiften. Man kann nicht die Paralyse mit einer Vergiftung überschreiben. Das geht nicht. Das geht doch nicht. Müsste ich noch ein Audio-Spam hinzufügen, aber das mache ich nur ungern. Ist wieder zu viel Arbeit. Du hast mich besiegt. Und ich will kein Ärger mit Dingen bekommen. Obwohl man wahrscheinlich gar keinen Ärger dafür kriegt. Das ist schließlich nur Audio-Spams. Und ich weiß nicht, ob du denn eigentlich entkommen kannst. Aber im Speedrun ist mir auch nicht in den Stockwerk. Müssen wir jetzt nur in den vierten, den Fragezeichenöffner holen. Ich bin so ein Genie, wisst ihr? Ich bin wirklich so ein Genie. Vergesst mich zu heilen. Seriously?
Naja, egal. Wird doch wohl so gehen. Außer die Paralyse greift dann nicht. Und ich mag jetzt dann nicht noch mehr riskieren. Warum das mit Kopfnuss kommt. Noch einmal Geheimpower und weg ist es. Ja, für Hypno hätte ich es dann eh auswechseln müssen. Ich wechsle es nur ein, damit es dann EXP noch abstauben kann. Einfach weil ich es kann. Und jetzt kann sich auch Meditation einsetzen, oder wie? Aussetzer? Wohl kaum. Du setzt es dann gleich aus, wenn du dich besiege. Wow, und es geht mal daneben. Ich glaube, mit dem gesamten Projekt drauf aussetzen bis jetzt, glaube ich, noch gar kein Mal. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich habe keinen Überblick mehr. Oh je, ich wurde besiegt. Ja, das wurdest du. So, und hier sind die Betten. Und hier müssten Nuggets sein. Wahrscheinlich in einem dieser Blumentöpfe. Nein, Calcium. Aber ich will... Hier ist doch noch was. Ja, dann ist es wahrscheinlich hier. Ein Top-Trank. So, und ich brauche jetzt keine Helm zu finden, die kann mich heilen. Du siehst müde aus. Komm, ruh dich kurz aus. Also in Erinnerung, im 8. Stock ist die Heilungstante. Gib nicht auf. Als ob ich das jemals vorhätte. Denn ich bin noch nicht ganz fertig. Ich habe noch ein paar Rüppel zu verprügeln. Deine Pokémon scheinen dich sehr zu mögen. Weil sie mir vertrauen, weißt du? Und ich habe es auch nicht umsonst nach ein paar Abonnenten aus der Kreanos-Community benannt. Ist für mich wie eine Verbindung. Eine Kette der Erinnerungen. Deswegen haben sich auch alle auserwählt. Jetzt wisst ihr den Grund, warum ich sie so benannt habe. Und da fiel es mir auch schwer, Namen rauszufinden. Da ja einige ja davon ja männlich sind und weibliche Pokémon und... Ich hoffe nur, ich kriege einen Ärger. Wäre doof. Egal. So. Level 34 für Lapras. Dann ist es langsam an das Level angeschlossen. Dann müsste keine Probleme herrschen. Wobei ich noch überlegen bin, welches Pokémon setzt sich in der Arena ein. Ich hätte zwar schon einen im Blickfeld, aber ich müsste schauen, dass ich mit jedem Attacke treffe. Aber in der gelben Edition ist dann die Arena-Leiterin in Safon, dann sind die noch schlimmer. Denn die hat nämlich da die ganze Abra-Reihe. Von Abra bis Simsala. Also Abra, Kadabra und Simsala. Bim, ne, Simsala nur. Okay, das heißt, der 8. Stock ist jetzt auch unter unserer Kontrolle und das Rocket-Rüppel muss sich immer wie weit zurückziehen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass ich sie wirklich hochjage. Wie im Mittelalter. Und hier ist noch ein KP Plus. Wir werden jetzt dann gleich wieder ein Wiedersehen mit unserem lieben Freund Giovanni. Hilfe, ich habe Angst! Aber ich glaube, einer von denen kann uns, glaube ich, noch was lernen. Genug von deinen dummen Spielchen! Aber erst nachdem wir die Silvercore befreit haben. Ich glaube, es nur wegen Explosion und das brauchen wir unbedingt nicht. Er braucht das schon, ehrlich.
Explosion würde ich dann höchstens verwenden, um meinen Gegner mit in den Tod zu reißen. Also erst im Competitive Gameplay wäre es nützlich. Mal angenommen, dein Pokémon wäre so geschwächt und du hast auf jeden Fall den ersten Schlag. Und willst den Gegner so gut wie möglich mit in den Tod reißen, dann wäre es ja sinnvoll. Meine Reserven sind erschöpft. Wenn meine immer noch voll einsatzbereit sind und der 9. Stock ist nur so klein? Willkommen im 9. Stock. Es ist nett, dass du vorbeischaust. Und es ist nett, dass ich dich besiegen darf. If you know what I mean. Da kommt er mit Maschok daher. Nein, im Kampftausch hätte ich auch theoretisch sogar zwei Pokémon, die es reißen können. Lapras und Aerodactyl. Wobei Aerodactyl sogar noch viel besser ist, da er, glaube ich, eine Kampfresistenz hat. Als Flugtyp. Nur der Gesteinstyp macht die Kampfresistenz wieder wett. Ich bin geschockt! Das wäre ich auch, wenn ich du wäre. So, hier haben wir Carbon, können wir verkaufen. Hier haben wir Sonderbonbon, brauchen wir nicht. Und hier haben wir einen Hyperball. Haben wir uns wieder 1200 Pokédollar gespart. Weil wir kaufen mir dann immer 50 ein. Ja, und das ist wirklich nur so klein, das Stockwerk. So, jetzt haben wir den 10. und dann haben wir immer noch einen Rüppel und Sardinie. Ah, den haben wir sogar schon besiegt. Gut. Dann würde ich sagen, gehe ich nochmal kurz in den 8. zurück, heile mich. Und dann wird es Zeit, dass mit dem Rocket Boss mal eins auf die Nüsse geben. Wir lassen ihm doch nicht hier einfach das ganze Gebäude kontrollieren, ne? Ich freue mich schon riesig auf ihn. Er wird mich noch ein paar Mal sehen. Aber am Ende des Abenteuers wird er nicht mehr derselbe sein. Mal so als kleine Vorwarnung. Wenn ihr zum Beispiel jetzt auch Hard Gold und Soul Silver gespielt habt, dann wisst ihr sowieso. Ich glaube, bei Gold und Silber geht es ja auch. Nur ist halt bei Gold und Silber könnt ihr halt den nicht herausfordern bei DLC. Das geht nur bei Hard Gold und Soul Silver. Halt! Keinen Schritt weiter! Da werde ich dann, wenn ich dann halt die Let's Play, werde ich dann halt keine andere Wahl haben. Weil ich weiß nicht, ob ich irgendwie Hard Gold und Soul Silver über Emulator spielen kann. Gescheit. Da die meisten ja immer noch einen Schutzmechanismus innen haben und dass das ein Volltreffer, wenn ich ein Volltreffer ist, das ist klar. Ich weiß nicht, ob ich die auch gescheit spielen kann, müsste ich mal austesten. Für mich macht es doch keinen Sinn, eine Capture Card für einen 3DS zu holen. Obwohl es gute Gründe gibt dafür, aber ich, für mich ist es halt kompliziert. Aber es müsste eigentlich theoretisch mit dem Emulator nachgehen. Nur halt die 3DS-Games, die gehen halt wirklich nicht. Einfach das nächste Pokémon-Projekt, das wird wahrscheinlich, sorry, so die gelbe Edition Nuzlocke? Nee. Pokémon Kristall, einfach wieder einen normalen Run, weil dass man jetzt nicht die, dass man die Kanto-Region zweimal hintereinander hat, da würde ich dann wahrscheinlich mal kurz die Kristall-Edition dazu mixen. Gold-Edition werde ich ja speedrunnen, die Silber-Edition lasse ich verschont. Bitte, verschone mich!
Also das nächste Pokémon-Projekt Safe. Pokémon Kristall. Für den Game Boy Color. Ich weiß noch nicht, wann ich es dann genau bringen kann, weil für nach Pokémon Blattgrün habe ich auch schon ein Projekt geplant. Das wäre nämlich Super Mario 74, ein Hack von Lockmillord. So, das wird jetzt Zeit, dass uns der Team Rocket Boss jetzt vor die Füße geht. Ja, die Tür ist offen, ich weiß. Ah, Sonic, so trifft man sich wieder. Ich führe gerade äußerst wichtige Verhandlungen mit dem Präsidenten. Holte dich ein für alle Mal aus dem Geschäft ein Erwachsener aus. Oder du lernst eine Welt voller Schmerzen kennen, denn wir Mafia-Bosse lassen uns nicht gerne ablenken. Obwohl das jetzt fast schon ein österreichischer Akzent war als ein italienischen. Das muss ich noch ein bisschen üben. Ja, können wir Effekt mit Iterin an, also keine große Gefahr. Ich hätte eigentlich mit Psychokines angreifen sollen, weil der Bot-Typ kriegt das SAP nicht doch King. Ich bin doch so ein Genie, ehrlich. Aber jetzt macht es eh keinen Unterschied mehr. Ja, aber das ist jetzt mit Rio gehabt, das ist so safe. Ein safe Kill. Ja, ganz safe Kill. Dann werden wir uns dann schon im nächsten Part schon mal mit dem Kampf dort schon, wenn es noch von Zeit her reicht, sogar die 6. Arena machen. So, Nidoqueen, die hat jetzt schon den Bot-Typ in sich, da wird jetzt auch der Surfer reichen. Aber das ist schon Level 41, ist ja voll st- Natürlich! Weißt du, die Paralyse kommt immer wieder, ne? Und natürlich Giftstachel, weil sie nicht mal Matschbombe beherrscht. Was auch immer, das Nidoqueen ist jetzt auf jeden Fall weg. Wir müssen jetzt noch in Kangama kommen. Und ich bin mir ziemlich sicher. Wow, das könnten wir vielleicht sogar noch so besiegen. Obwohl, wenn es Routenschlag macht, wahrscheinlich nicht mehr. Sehen wir jetzt dann gleich. Ne, da hole ich mir lieber einen Experten. Damit er so schnell wie möglich down geht. Und nochmal Routenschlag, als ob das nicht schon genug wäre. Einmal Durchbruch und du bist weg. Oder auch nicht. Weil der macht ja nur Routenschlag. Kannst du auch was anderes? Wahrscheinlich nicht. Aber egal, dann ist halt Giovanni wieder besiegt. Durch seinen eigenen Film. Mit Kangama kann er so viel machen, aber er nutzt das Potenzial nicht. Und dafür erreicht Level 36 Lent. Ja, er lernt Level 36, genau. Ah, wieder verloren! Es ist doch brutal, ich kann meine Familie nicht mehr unter die Augen treten. Verdammter Mies, du hast unsere Übernahme des Silfko vereitelt. Meine Familie ist nicht mehr stolz auf mich, aber das Team Rocket wird niemals aufgeben. Sonic, vergiss nicht, dass alle Pokémon nur zum Nutzen des Team Rocket da sind. Ich muss gehen, aber meine Zeit wird kommen. Und dann werde ich die Ehre meiner Familie retten, du wirst sehen. Oh, damit wäre die Übernahme beendet. Wir danken dir für deinen Heldenmut. Du hast uns alle gerettet. Danke. Nur noch der Präsident. Ich danke dir für die Rettung des Silfko. Ich werde niemals vergessen, wie du uns trotz größter Gefahren tapfer gerettet hast. Wie kann ich dir bloß meinen Dank aussprechen? Ich bin reich, ich könnte dir alles geben. Ja, würde man sagen, mit 100 Millionen wäre ich sogar zufrieden. Aber vielleicht ist das hier eher etwas für dich. Ich wollte aber 100 Millionen. Oh, egal. Meisterball ist auch gut. Man kann das nirgends kaufen, das ist noch ein Prototyp.
es ist der Strenggamer-Prototyp des Meisterballs. Du kannst mit ihm jedes Pokémon beim ersten Versuch einfangen, aber wecke er noch so fertig ab, wann du ihn einsetzt, denn es gibt nur den einen. Naja. So, da werde ich mir noch kurz bis zum Dojo durchkämpfen und dann werde ich den Part auch schon beenden. Wobei die letzte Satzdirektive von Giovanni schon eher italienisch war. Ja, ich muss mir immer da was überlegen, weil Giovanni, das kommt ja aus dem Italienischen, ne? So, und wie ihr seht, ist jetzt auf Freuna City wieder safe. Dank uns. Aber ich würde schon mal sagen, ich beende den Part mal an der Stelle. Wir machen dann im nächsten Part mit dem Kampf-Dojo und wenn es gut geht, auch mit der 6. Arena an. Bis dann und tschüss.